Es ist Loja. Der zweite Timothée. Hilfe. Timothée. Der dritte Timothée. Was passiert hier? Passt. Ganz einfach und klar und sachlich analysiert. Moin und Servus zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal, Freunde. Heute gibt es mal wieder etwas ganz, ganz Besonderes. Fabio, welche Settings benutzt du? Wie sind deine Kameraeinstellungen? Wie sind deine Controller-Einstellungen? Und mit diesem Video möchte ich euch einfach zeigen, kurz und knackig, was ich eingestellt habe, was vielleicht wirklich am besten ist, was ich am besten finde und was ihr vielleicht dann auch probieren könnt. Nicht vergessen, Freunde, Alk, abonnieren, liken, kommentieren, Freunde. Dankeschön für den kranken Support von den meisten von euch. Naja, eigentlich von 50%, weil 50% noch nicht abonniert haben. Deswegen einfach Abo-Button klicken. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen rein in meine Settings. So, Freunde, wir fangen mit den Spieleinstellungen an. Ja, das ist jetzt alles etwas uninteressant. Wenn ich offline spiele, dann spiele ich auf jeden Fall auf Geschwindigkeit schnell. Alles aber nicht so interessant. Das kann jeder so gestalten, wie er möchte. Jetzt kommen wir zu ganz, ganz wichtigen Settings. Und zwar zu den Kamera-Settings. Also, wichtig ist schon mal, dass ihr hier Einzelspieler- und Multiplayer-Kamera auf Übertragung Tele stellt. Ich spiele Übertragung Tele und ich bin zu 100% davon überzeugt, dass ihr damit das bestmögliche Spielgeschehen genießen könnt und bestmöglich auch FIFA 22 spielen könnt mit der perfekten Sicht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, nicht nur Übertragung Tele, sondern normalerweise ist hier dann Standard 10-10, ihr spielt auf individuell. Ganz wichtig, ihr drückt hier auf individuell, Kameraeinstellung geht auf Höhe 20 und auf Zoom 0. Mit der Höhe 20 und den Zoom 0 habt ihr sozusagen den besten Überblick über das Spielfeld, seid aber gleichzeitig trotzdem im Geschehen drin, könnt einfach die besten Passstaffetten gestalten, einfach die besten Aufbauspiele machen. Ihr habt einfach einen Blick über das Wichtigste, über fast alles. Deswegen hier ganz, ganz, ganz wichtig, Kamerahöhe 20, Kamera Zoom 0. Das hier Pro Kamera spiele ich nicht, Freunde. Darum geht's auch nicht. So, visuell, ja, jeder wie er es möchte. HUD, da wird eben entschieden, was angezeigt wird, wenn ihr gegen jemanden spielt online. Namensleiste habe ich. Angenommen, ich spiele es gegen Megabit, dann würde da stehen Megabit 98. Dann weiß ich immer direkt auch, gegen wen ich spiele. Muss dann irgendwo nachschauen. Sehe einfach sein Gamertag. Aber, was auch nicht schlecht ist, ist Spieleranzeige. Euch wird angezeigt, welcher Spieler gerade den Ball habt. Wenn ihr vielleicht, keine Ahnung. Angenommen, ihr verwechselt immer Dembélé und Martial zum Beispiel. Dann könnt ihr hier Spieleranzeige einstellen, dann könnt ihr entscheiden, okay, welche Nummer wird angezeigt. Wenn Martial die 11 hat, dann wird immer die 11 über den Cursor angezeigt. Wenn ihr den Namen angibt, dann wird halt immer Martial angezeigt. Dann könnt ihr immer sehen, welchen Spieler ihr gerade steuert. Ich habe aber hier auf Namensleiste. Auch aber alles nicht so wichtig, Freunde. Größe der Spieleranzeige. Ja, da siehst du den roten Döppel da oben drauf. Dieses Dreieck, wenn ich auf groß mache, ist groß. Wenn ich auf klein mache, ist klein. Könnt ihr alles auf Standard belassen. Das ist vielleicht noch ganz interessant, Freunde, dass ihr das Radar habt, das Spielfeldradar unten. Ich möchte das immer gerne auf 2D haben, dann sehe ich immer die Punkte, wo meine Spieler verteilt sind und ich benutze das Radar tatsächlich während dem Spiel schon häufig. Da lasse ich auch alles ganz normal Standard, so wie es sich gehört. Ja, und das hier sind ein paar Spirenzien, Freunde, die mich tatsächlich nicht so interessieren. Tornetztyp, Tormaschen, alles auf Standard, Freunde. Es ist mir alles nicht so wichtig. Zu den Regeln, ja, ist glaube ich ganz klar. Wichtig ist hier, dass ihr Handspiel auf aus macht. Gehört so, das ist auch im E-Sport so. So, bei der Audio habe ich persönlich immer alles aus. Das ist aber auch Geschmackssache. Wenn ihr die Musik hören wollt, dann schaltet sie ein. Wenn ihr die Effekte hören wollt, dann schaltet sie ein. Ich höre meine eigene Musik immer während dem Stream. Bin da nicht so, dass ich da unbedingt Musik brauche. Ist aber alles individuell. Ich habe hier Stadionambiente auf 3, damit ich so ein bisschen was vom Stadion mitbekomme. So, Benutzer Gameplay anpassen und CPU Gameplay anpassen. Hier alles auf 50, Freunde. Alles so lassen, wie es ist. Da müsst ihr nichts dran rütteln. Dann würde ich sagen, kommen wir zu meiner Steuerung. Ich spiele ganz klassisch. Also das ist aber auch jeder individuell. Ich passe auf X, ich flank auf Viereck, ich mache Steilpass auf Dreieck, ich schieße auf Kreis, ich tackle auch auf Kreis, ich habe einen angeschnittenen Schuss auf R1. Was vielleicht hier noch ganz interessant ist, ist, dass ich auf R2 sprinte. Auf L2 schirme ich den Ball ab. Aber auch das ist ganz individuell und da will ich gar nicht sagen, hey, mach das genau so, weil jeder hat es vielleicht anders gelernt, kann das dann auch so gestalten, wie er es für richtig empfindet. Wo wir aber jetzt reingehen, ist die Steuerung an sich, denn da, Freunde, gibt es schon ein paar Sachen, die man machen kann. Zum einen hier Wettkampfmeisterwechsel. Schaltet, wenn ihr spielt, den immer auf 1, beziehungsweise wenn ihr online spielt, ist er automatisch auf 1. Das ist einfach sozusagen die Wettkampfsteuerung, die ihr dann auch nicht beeinflussen könnt. Ihr könnt theoretisch hier auf ausmachen, wenn ihr, keine Ahnung, offline spielt und kontextabhängiges Dribbling,
einmachen und so weiter und so fort. Aber nein, spielt immer auf Wettkampfmeisterwechsel ein, weil das spielt man auch grundsätzlich online. Tactical Defending ist hier auch involviert, sodass es gar nicht die Möglichkeit gibt, klassisches Verteidigen zu machen bei den Gegnern. Dann kommen wir zur Steilpasshilfe. Die habe ich auf Semi. Ihr seht es unten. Richtung und Härte der Steilpässe werden teilweise unterstützt und hängen mehr davon ab, wohin du zeigst und wie lange du die Steilpass-Taste hältst. Das heißt, ich habe schon einen sehr guten Einfluss darauf, wie die Steilpässe kommen, wird aber auch leicht unterstützt, ist auch gar nicht so schlecht, wenn FIFA da so ein bisschen aushilft. Gleichzeitig ist es aber auch gut, dass, wie es da schon steht, es hängt mehr davon ab, wo ich hinziele und wie viel ich auch auflade, so wie ich es auch haben möchte. FIFA-Trainer habe ich aus, den brauche ich nicht, der nervt während dem Spiel, kann ich euch auch raten. Für Anfänger vielleicht am Anfang noch einmachen, aber dann relativ schnell den dann auch wirklich ausblenden. Abschluss-Timing, Freunde, ganz wichtig, hier müsst ihr auf ein drücken, das ist Time-Finish. Also wenn ihr zweimal auf Kreis drückt und den im richtigen Moment erwischt, den zweiten Knopf, dann wird es Dreieck über euch grün und ihr habt den Ball sozusagen mit grünem Time Finish getroffen und die Chance, dass der Ball reingeht, ist deutlich, deutlich höher, Freunde. Time Finish, Kreis drücken und kurz vor dem Ballkontakt, wo der Stürmer dann den Ball auch wirklich erwischt, nochmal Kreis drücken im perfekten Timing für das grüne Time Finish. Brutal effektiv in der Offensive beim Torabschluss, deswegen hier unbedingt einschalten. Hier habe ich auch alles ein. Nächster Spieler, Wechseleinzeige habe ich ein. Passblockhilfe habe ich ein, weil ja schon die KI versucht, Pässe in der Nähe automatisch abzufangen, was auch wirklich ganz gut funktioniert. Die CPU ist eh dieses Jahr sehr, sehr stark, also kann ich euch hier definitiv auch empfehlen. Autowechseln habe ich bei hohen und freien Bällen. Das heißt sozusagen, der automatische Spielerwechsel, so wie es hier steht, ist nur bei hohen Bällen, Flanken und freien Bällen. Sonst bin ich verantwortlich, wie gewechselt wird, wenn ich verteidige. Bei hohen Bällen und Flanken vor allem, die überraschend kommen oder halt einfach aus 30 Metern kommen, gar nicht so verkehrt, wenn ihr da einstellt bei hohen und freien Bällen, damit zumindest ein bisschen die KI dich da unterstützt. Autowechsel, Bewegungshilfe habe ich aus. Ich habe bei Klärenhilfe auf Richtung, weil bei klassisch, das möchte ich nicht, da steht nämlich, dass Richtung und Härte vollständig unterstützt werden. Das möchte ich nicht, sondern ich möchte, dass die Richtung meiner Befreiungsschläge, meine Richtungseingaben auch berücksichtigen, aber ich möchte nicht, dass Richtung und Härte vollständig unterstützt werden, deswegen hier auf Richtung. So, Spielerfestlegung habe ich auf ein, das ist Player Lock, wenn ihr L3 und R3 drückt, das heißt sozusagen den linken und den rechten reindrücken gleichzeitig, dann könnt ihr mit dem rechten Stick Spieler anvisieren, den ihr wollt, das ist der Player Lock, L3, R3 und dann mit dem rechten Stick nach links, rechts, oben, unten, wohin ihr auch wollt, dann könnt ihr sozusagen den Spieler anvisieren, der den Ball bekommen soll und nicht den, der den Ball hat. Definitiv hier auf ein ist ein sehr probates Mittel, vor allem auch in der Offensive. Iconwechsel auf ein, Wechsel rechter Stick habe ich spielerabhängig, mein gesteuerter Spieler ist in der Verteidigung der zentrale Bezugspunkt für Spielerwechsel mit dem rechten Stick. Im Gegenteil zu ballabhängig, denn hier ist es so, der Ball der zentrale Bezugspunkt ist für den Spielerwechsel. Das möchte ich aber nicht. Ich wechsle von einem Spieler zum nächsten und ich wechsle mit dem rechten Stick in der Verteidigung von einem zum nächsten und nicht zu dem, wo der Ball gerade in der Nähe ist. Manchmal möchte ich ja Räume zustellen mit Verteidigern, die ein bisschen weiter weg sind vom Ball. Deswegen hier ganz wichtig, spielerabhängig. Dann kommen wir hier zu den Hilfen, Freunde. Ich habe hier Flachpass, Schusshilfe, Flanken, Heber, alles mit Hilfe, Freunde, ist einfach am besten. Sorgt dafür, dass ihr da, ja, das bestmögliche Spielgefühl habt. Dann haben wir hier noch Passempfänger. Ist auch ganz interessant. Das bedeutet sozusagen, wann wird entschieden, wohin du passt. Ich möchte es unbedingt auf spät haben, weil oft ist es so, dass ich in der letzten Millisekunde mich umentscheide und gar nicht den Pass nach links spielen will, sondern vielleicht nach rechts. Und dann wird sozusagen die rechte Eingabe gezählt. Benutzer, Vibrationsfeedback, Trigger, Widerstand, alles nicht so wichtig, Freunde. Ich habe hier auf optimiert und aus. Ja, Freunde, das war es auch schon zu meinen Settings und zu meinen Einstellungen. Ich hoffe, dass ich euch dadurch helfen kann. Wie gesagt, sehr, sehr viele Leute fragen immer wieder nach. Dafür ist jetzt dieses Video da, Freunde, dass ihr euch gerne anschauen könnt und gerne die Sachen auch so übernehmen könnt. Schreibt auch gerne ein Feedback in die Kommentare, was für Erfahrungen ihr gemacht habt, was ihr gut findet, was ihr vielleicht nicht so gut findet. Alles individuell. Könnt ihr gerne reinschreiben, ehrliches Feedback und ansonsten, ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Haut rein, Freunde, euer Fifabio. Kuss.